Sei gegrüßt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, wir spielen wieder Hearthstone und ja, die letzte Runde, die war so genial. Also, ich fand die richtig gut. Ja, und das möchte ich gerne wieder machen. Aber ja, würde mich riesig freuen, wenn du mich dabei unterstützen würdest, und zwar einfach den Abo-Button zu drücken. Ich würde genau jetzt auf ein paar Sekunden warten, bevor ich weitermache mit der Aufnahme, damit du schnell und einfach kostenlos meinen Kanal abonnieren würdest. Wäre sehr freundlich von dir. Und dann könnten wir sogar zusammen schaffen, dass es wieder so eine geniale Aufnahme wird wie im letzten Video. Alles klar, ab jetzt. Super, gut, alles klar. Mir ist aufgefallen, gleich nachdem Hearthstone, ja, nachdem ich das Spiel geöffnet habe, gestartet hat, ein neuer Modus, und zwar Schlachtfeld. Das möchte ich gerne machen. Ich weiß jetzt aber nicht, dadurch, dass ich das nicht kenne, ob ich da irgendeinen Charakter auswählen kann, weil dann würde ich nämlich den Jäger ein bisschen weiter hochleveln, damit wir irgendwann Kartenchaos spielen können. Hier in der Quest steht jetzt sogar drin, dass wir zwei Spiele im Modus Schlachtfeld absolvieren sollen. Kartenchaos müssen wir immer noch machen, aber das wird immer weiter vorgeschoben, bis wir irgendwann soweit sind. Und eine Quest, die so nebenbei gemacht wird, und zwar spielt 10 Karten mit geraden Karten, Kosten aus. Ja, und das wird ja irgendwie so nebenbei her erfüllt. Da würde ich nämlich sagen, dass wir einfach mal den Modus Schlachtfeld einfach mal starten. Und einfach, um einfach mal zu schauen, was das ist. Ja, dann lass uns da mal einfach mal reingucken. Ich werde jetzt einfach raufklicken. Trete gegen 7 Gegner an. Schlachtfeld Beta. Alles klar. So, hier sehen wir schon mal, erster Platz 0, Top 4, 0, Wertung 4000. Statistik, ich denke mal, wir werden noch keine Statistik haben, weil wir ja noch gar nicht gespielt haben. Bonus 0 von 3, willkommen auf dem Schlachtfeld. 8 Kämpfer treten an, aber nur einer kann gewinnen. Alles klar, also es ist so eine Art Rangliste. Ich drücke einfach mal auf Spielen und schau mal, was uns so erwartet. Ja, bezahlen Münzen. Ich denke mal, das ist auch online. Ja, herzlich willkommen. Aha, wir sind der Lichtkönig, so wie das aussieht. Zieht ihn aus eurem He zu euren Helden, um sie für 3 Gold zu verkaufen. Zu kaufen. Entschuldigung. Stellt eine Armee auf, um eure Gegner zu vernichten. Okay. Die sollen wir. Den Diener soll ich jetzt ranziehen an mir, ja. Und dann ist es meiner. Alles klar. Diener kosten immer 3 Gold. Alles klar, dann muss ich den jetzt ausspielen, so wie es aussieht. Okay. Kampf. Ach, das läuft hier so ein bisschen automatisch, so wie ich sehe. Schade, dass wir doch nicht mit dem Jäger weitermachen, aber ich denke mal, dass wir hier in der ersten Runde kaum verlieren können. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Okay. Da sollen wir jetzt was aussuchen. Das machen wir jetzt auch. So, er hier ist. Verleiht Gottesschild. Na, den nehmen wir doch rüber. Dann haben wir hier den Känguru noch. Ach so, wir haben. Ja, stimmt, alles klar.
Vier Gold haben wir. Einen haben wir ausgegeben, so wie es aussieht. Ja, stimmt auch wieder. Ruft einen Beutel Mech Junges 1-1 herbei. Machen wir natürlich auch den. Ach, geht gar nicht. Müssen den erst ausspielen. Machen wir. Zieht Diener nach rechts, um sie anzuordnen. Ach, jetzt kann man die auch noch tauschen. Okay. Kampf. Also, so wie ich das verstanden habe, Runde für Runde, wechselt er immer ab. Dienerkauf und Kampf. Und ja, pro Runde kann ich einen Diener oder je nachdem, wie viel Gold man hat, kann ich rekrutieren. Das geht wo? Ach, da oben. Alles klar, kostet dann auch wieder ein Gold. Sehr schön. Für eine neue Rekruten, also kann ich die immer komplett wechseln. Ich würde die aber gerne. Ich muss da jetzt draufklicken, glaube ich, oder? Oder kann ich den jetzt einfach. Nee, kann ich nicht. Ja, machen wir. Was kann der? Na, ich will wissen, was der kann. Der kostet 2 Sterne. Verleiht euren Dienern 1-1. Todesröcheln aber. Die haben alle tot. Nee, nicht ganz alle, aber. Fügt einem zufälligen feindlichen Diener 4 Schaden zu. Ja, den kaufe ich auch. Ja, und dann war's das, ne? So, zack, den spiele ich auch gleich raus. Ja, Attacke. Das hätte ich noch tauschen können, glaube ich. Aber ist ja nicht so schlimm. Ja, die powern sich gegenseitig, ne, die Wölfe. Benachbarte Diener werden. Naja, okay, jetzt haben wir 2 verloren sogar. Oder sind die wieder da? Ich weiß es nicht. Er greift auch nochmal an, siehst du? So, wieder zurück zum Rekrutieren. Ja, nimm mal Bede. Zack. Ein. Was? Wenn ihr gleich drei. Gleiche Diener habt, verschmelzen sie zu einem stärkeren goldenen Exemplar des Dieners. Spielt ihn aus, um eine Belohnung zu erhalten. Okay, machen wir natürlich. Ja, machen wir natürlich. Logisch. Oh, Bombe. Den spiele ich jetzt sogar aus. Der kostet nur einen. 2,6. Wunderbar. Den machen wir nach ganz rechts, damit der ein bisschen sicher ist. Entdeckt ein Diener der Gasthausstufe 3. Schön. Ja. Ausgespielt. Ruft der Entschuldigung. Spott und Gottesschild. Und was haben wir hier? Also hier mal 1-1, wenn ihr eine Karte mit Kampf rausspielt. Wir nehmen den hier. Spott und Gottesschild. Den werden wir gleich ausspielen. Und zwar dahin. Aha, cool. Alles klar, aber das ist jetzt, glaube ich, nur das, ja, der Tutorial so ein bisschen, ne? Der hat jetzt auch jede Menge Diener draußen. Ich hoffe, dass wir das überleben werden. Ja, schön, danke. Und so wie es aussieht, ist jede Runde ein neuer Gegner. Okay, nee, machen wir natürlich. Kostet aber 6 und jetzt können wir nicht weiter. Ja, wieder bessere Rekruten. Ich weiß nicht, machen wir das? Ja, machen wir. Was haben wir hier?
Dann seht ihr schon wieder. Friert ihn ein, damit sie in der nächsten Runde wieder verfügbar sind. Ach so, sonst werden die so nochmal löp, sonst werden die komplett gewechselt. Das wollen wir ja nicht. Ja, für null. Ja, wenn die gut sind, dann ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich kenne den Diener gar nicht. Ah, los, Kampf. Jawohl, 7 Angriff, Attacke. Ach, die, die nicht angegriffen haben, die geben unseren Helden ein bisschen Stärke, damit, also Angriffskraft, damit er auch nochmal angreifen kann. So, füge jedes Mal einen zufälligen feindlichen Diener 3 Schaden zu, wenn ein befreundeter Dämon stirbt. Natürlich, wir haben Dämon auf der Hand. Das müsste eigentlich auch einer sein. Nee, ist es nicht. Aber er ist ein Dämon, das ist, ja, wissen wir. Gut, den ziehen wir ran. Der kostet 3, den spielen wir gleich aus. Das heißt, er muss jetzt sterben. Dann müsste ich den aber auch nach links ziehen weiter. So, was macht jetzt? Fügt 3 Schaden zu, alles klar. Jetzt können wir den nicht mehr ausspielen, ne? Schade. Nee, ach, geht doch? Nee, geht doch nicht. Kauft einen Diener. So, wir sollen noch einen Diener kaufen. Hey, was denn? Zieht Diener zu Bob. Ach, er ist Bob. Um sie zu verkaufen. Ich kann Diener sogar verkaufen, alles klar. Das schafft Platz und ihr erhaltet zum Ausgleich ein Gold. Wen soll ich denn verkaufen? Ach, da haben wir alle ihre Vorteile. Aber so wie es aussieht, muss ich jetzt jemanden verkaufen. Das geht nicht. Also einen von dem auf dem Feld. Alles klar. Wenn wir ihn hier, Todesbrechen fügt er dir. Nee, will ich eigentlich behalten gerne. Das kann er. Ach so, der Effekt ist schon weg, glaube ich. Ach nee, Todesbrechen wartet, ne? Würde ich auch gerne behalten. Den auch. Ich will nichts verkaufen. Warum? Und die kann ich nicht verkaufen, nee. Machen wir den. Ja, dann kommt der weg. Der hier. Kriegen wir in Gold. So. Ja, schön. Ziehen wir den auch noch hier. Genau. Jetzt haben wir einen super Diener. Den spielen wir auch gleich aus. Nee, den hätte ich gern. Weiter hier drüben. Geht gar nicht. So. Geht nicht. So, was ist hier die Belohnung? Entdeckt ein Diener der Gasthausstufe 4. Gut, machen wir. Fängt auch den Ziels Schaden zu. Hä? Achso, ja, alles klar. Sport, eure anderen Dämonen haben einen Angriff. Hält jedes Mal 2-2, wenn ein befreundeter Mech stirbt. Ich nehme ihn hier. Oh ja, da ich aber auch, ganz ehrlich. Da bin ich aber gespannt, was wir damit machen. So, Kampf. Los geht's. Er hat wieder dieselben Diener. Bäm, weg ist er. Schade, der ist leider weg. So, zack. Ach, die, die überleben, so ist es. Also nicht die, die nicht angegriffen haben, sondern die, die überleben, verleihen meinen Helden Angriff, damit wir angreifen können. So. Hier links am Rand ist also. Sind alle unsere Gegner?
Und ja, die müssen wir jetzt nach und nach alle ein bisschen entsorgen. Wie gehen wir vor? Ich würde sagen, einmal sehen für die nächste Runde. Und dann nehme ich mir den hier. Oder er kostet 2 und er kostet 1. Dann müsste ich beide nehmen, ne? Mache ich auch. Einmal den, zack. Hä, wir haben noch 9. Der da oben hat 6 gekostet, also müssen wir jetzt noch. Ach, was soll's. Das kann der überhaupt. Plus 2 Angriffs. Ah, ich habe einen Mech, glaube ich, ne? Okay, gut. Das Ding machen wir fertig. Diener, die den Kampf überleben, erhöhen euren Schaden. Ja, habe ich schon mitgekriegt. Je höher ihr Gasthausstufe, desto höher der Schaden. Okay, na los. Ja, haben wir 18 und Attacke. So, den haben wir auch fast fertig. Ja, danke. Wir werden. Was haben wir hier so Schönes? Er hier macht. Nein, was macht er? Spottgottesschild. Haben wir ja auch schon auf der Hand, ne? Und er kriegt jede Runde. Oh ja, den nehme ich mir mit. Den kaufe ich. Den kriege ich aber jetzt gar nicht ausgespielt, so wie es aussieht. Doch, geht noch. Dann nehme ich den nach ganz rechts. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Sinn macht, aber was soll's. Gut, nee, denn das war's denn, ne? 7 haben wir zwar noch, aber ja. Wir können auch einfach kaufen. Machen wir aber nicht. Wir können mal wechseln. Sie hört ordentlich dabei. Nee, sonst hätte ich die nämlich eingefroren. Wir können nochmal wechseln. Naja. Zu spät, euer Zug ist vorbei. Alles klar. Ja. Also der Kampf ist, geht, also läuft von ganz alleine. Ne? Also das ist halt der Vorteil an dem Spielmodus. Da braucht man sich auch nicht so viele Gedanken machen. Hauptsache jede Menge Diener draußen. Weil alle, die überleben, powern dann unseren Helden auf. Jetzt haben wir den nämlich. Ja, jetzt den haben wir jetzt ordentlich entfernt. Aus dem Inventar gelöscht. So wie das aussieht, haben wir jetzt noch einen Gegner. Der da oben ist. Alles klar. Ja, viel ändern, glaube ich, brauchen wir auch nicht. Obwohl, den kaufe ich mir. Der ist gekauft. Vier Schaden. Den werde ich verkaufen, damit ich den ausspielen kann. So, zack. Na komm. Los, ausspielen, ausspielen, ausspielen. Der greift. Nehmen wir den nochmal. So, mehr wollen wir ja sowieso nicht. Ja, dann los. Nächste Runde. Ich bin bereit. Zeig mir mal, was du hast. Ja, da überleben einige, ne? So. Seine 8 Leben werden wir jetzt auch nochmal wegkriegen. Und so wie es aussieht, haben wir denn, ja, zwei, ja. Oben ein bisschen übertrieben, oder? Mit 22 Schaden. Seine 8 Leben auszulöschen.
Alles klar, der Lich King hat endlich erster Platz. Wertung 4000 plus 0. Ja, ich denke mal, plus 0 ist bedeutet, das war nur Tutorial und eigentlich total einfach. Naja, aber gut, das mal gespielt zu haben und euch das mal gezeigt zu haben. Und deswegen erster Platz, Top 4, 1. So, meinetwegen in der nächsten Aufnahme, also in der nächsten Folge, gleich noch ein Spiel. Obwohl wir eigentlich den Jäger spielen wollten. Man kann ja aber so ein bisschen wechseln, so abwechselnd. Oder wir machen mal wieder eine Arena und nehmen diesmal einen Jäger, weil der wahrscheinlich den besser läuft. Ich weiß es nicht. Naja, wie auch immer, werden wir sehen. Aber alles an, ja, alles weitere machen wir in der nächsten Folge. Mal sehen, wie die denn verläuft. Also das war hier schon mal erfolgreich. Aus meiner Sicht aus gesehen fand ich das gar nicht so verkehrt. Und die Idee ist auch nicht schlecht, den Spielmodus mit reinzuhauen. Wenn man verstanden hat, dann ist es gar nicht so schwierig. Ja, na dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns wieder. Ciao.